gäbe kein Feuer. Und auch die Fische würden keine Luft mehr bekommen. Wir könnten nicht mehr atmen. Pflanzen könnten nicht mehr wachsen. Tiere könnten nicht mehr atmen und dadurch auch nicht mehr leben, also auch wir. Dann könnten die Tiere, die Menschen und die Pflanzen nicht mehr leben. Windräder würden sich nicht mehr drehen. Wolken würden nicht weiterziehen. Es gäbe kaum mehr Leben im Wasser. Es gibt kein Leben mehr auf der Erde. Hallo, ich bin Luftikus und ich liebe Luft. Luft ist nicht nur einfach Luft. Sie besteht aus Sauerstoff, Stickstoff und ein bisschen Kohlendioxid. Für uns ist der Sauerstoff am wichtigsten. Den atmen wir ein. Der ist aber gar nicht sauer, sondern eigentlich ganz freundlich. Ach Luftikus, wir atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. Das, was wir ausatmen, brauchen die Pflanzen zum Wachsen. Und wenn es keine Luft mehr gäbe, könnten auch die Tiere nicht mehr atmen. Auch die Fische hätten dann keine Luft mehr. Die atmen nämlich nicht Wasser, sondern Luft. Fische haben Kiemen, durch die sie den Sauerstoff aus dem Wasser filtern. Die Fische atmen durch ihren Mund den Sauerstoff ein, machen dann den Mund zu und durch den Kiemen kommt dann das CO2-haltige Wasser wieder heraus. Das waren wir ganz tief unten im Wasser, aber wenn man ganz hoch auf einen Berg steigt, kriegt man bestimmt keine Luft mehr. Das ist doch viel zu weit oben, oder? Ja, nicht ganz, lieber Luftikus. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt. Er ist 8848 Meter hoch. Das sind fast 9 Kilometer. 9 Kilometer? Der Eiffelturm in Paris ist ja gerade mal 300 Meter hoch. Das wären ja dann fast 30 Mal der Eiffelturm übereinander gestapelt. Ja, und es gibt Leute, die besteigen diesen Berg. Die meisten nehmen sich eine Sauerstoffflasche mit, wie Taucher, weil die Luft dort oben wirklich dünn ist. Was meinst du mit dünn? Ist die Luft zwischen uns dick? Ich zeig dir mal was, lieber Luftikus. Unsere Erde ist umgeben von der Erdatmosphäre. Diese besteht aus Luft und hat verschiedene Schichten. In der ersten Schicht entsteht unser Wetter und auch Flugzeuge fliegen in dieser Höhe. Wie wir ja wissen, besteht die Luft, die wir atmen, aus verschiedenen Teilen. Umso höher wir raussteigen, desto geringer wird der Sauerstoffanteil in der Luft. Und der ist ja wichtig. Deswegen sagt man, die Luft wird dünner. Und was ist mit den anderen Schichten? Die zweite Schicht ist auch wichtig, denn darin ist Ozon. Das ist auch ein Gas, so wie der Sauerstoff. Das Ozon verhindert, dass uns die Sonne verbrennt. Darüber kommt die Mesosphäre. Sie ist bis zu minus 93 Grad kalt. In dieser Schicht verglühen Meteoren, wenn sie auf die Erde fliegen. Das kannst du dann als Sternschnuppen sehen. Die Thermosphäre ist super heiß. Hier sind es bis zu 1700 Grad. In der Thermosphäre kannst du neben Raumschiffen auch Polarlichter finden. Die äußerste Schicht heißt Exosphäre. In dieser Schicht findet man Satelliten, die uns zum Beispiel das Telefonieren ermöglichen. Wow, wow, wow! Die Erde hat ja ganz schön viele Luftschichten. Die ist ja fast wie eine Luftzwiebel. Was hast du noch gesagt? In der Thermosphäre ist es 1700 Grad heiß. Da verbrennt man sich ja. Wenn du schon vom Brennen redest, wusstest du, dass man ohne Luft kein Feuer machen kann? Man braucht doch Brennstoff und Hitze, oder? Feuer besteht grundsätzlich aus einem Brennmaterial, das könnte zum Beispiel Holz oder Papier sein, Sauerstoff und Hitze, damit es überhaupt entstehen kann. Hitze kann aber auch mit Feuersteinen entstehen, die man zusammenschlägt und es entstehen Funken. Na, dann ist ja jetzt die Luft raus, alles gesagt. Naja, nicht ganz. Denn nicht überall auf der Welt ist es so toll, wie sich es anhört. In den Meeren schwimmt ganz viel Plastik. Und zwar nicht nur große Teile, sondern auch ganz kleine. Das Mikroplastik. Und wenn Fische zu viel davon einatmen, verstopfen ihre Kiemen und sie können nicht mehr atmen. Oh nein, die armen Fische.
Die können sich ja nicht mal richtig beschweren und richtig Dampf ablassen. Das ist leider nicht das Letzte. Autos, Flugzeuge und große Fabriken geben ganz viel CO2 von sich ab. Außerdem ist da auch Feinstaub dabei und der setzt sich in der Lunge fest. Wenn wir zu viel davon einatmen und es nicht schaffen, es wieder auszupusten, werden wir davon krank. Dafür aber nicht einfach mehr Bäume pflanzen, die Luft dann wieder sauber machen? Ja, es gibt Leute, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Welt wieder mit Bäumen zu begrünen. Aber wir Menschen brauchen trotzdem Holz und Fläche, um Ackerbau zu machen. Deshalb wird der Regenwald abgeholzt. Aber der Regenwald ist doch so groß. Es ist doch nicht schlimm, wenn ein paar Bäume zu Möbeln gemacht werden. Ach, Luftikus, ich muss dich enttäuschen. Du hast recht, der Regenwald ist wirklich super groß. Der Amazonas-Regenwald beträgt sogar 526 Millionen Hektar. Da passt Deutschland 14 Mal rein. Aber schau mal, wie der Regenwald in den letzten 75 Jahren geschrumpft ist. Oh nein, das hört sich ja furchtbar an. Da muss ich erstmal tief Luft holen. Wir Kinder wollen, dass die Luft und die Meere sauber bleiben. Deswegen ist es wichtig, mehr Bäume zu pflanzen. Damit die Menschen gesund bleiben. Dass nicht mehr so viele Bäume abgeholzt werden. Dass man auch öfters mit dem Fahrrad fährt, anstatt immer mit dem Auto. Dass kein Plastik in den Meeren landet. Und dass die Fische atmen können. Dass wir die Wälder schützen, weil sie könnten wirklich der Schlüssel für uns sein, dass unsere CO2-Emissionen nicht mehr so, also das Klima nicht mehr so hart treffen wie jetzt.